So Leute, unser Thema jetzt ist tatsächlich alles andere als lustig. Und wir wissen auch, für eine Comedy-Show ist das echt heavy, aber macht halt niemand anders und dann müssen wir eben wieder ran. Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Frau umzubringen. Jeden dritten Tag gelingt es ihm. Doch diese unglaubliche Dimension wird verharmlost durch Berichterstattung, die oft so tut, als wären das Einzelfälle. Ein tragisches Familiendrama. Das ist ein bisschen so, wie wenn man immer wieder über Brandanschläge auf Dönerbuden berichtet, aber nie benennt, dass es sich um fremdenfeindliche Gewalt handelt. Ein tragisches Imbissdrama. Darum sollten wir diese Fälle als das benennen, was sie sind. Femizide. Ein Femizid ist die vorsätzliche Tötung einer Frau durch einen Mann aufgrund ihres Geschlechts. Und Femizide werden nicht nur verharmlost oder sogar romantisiert, die Täter kommen häufig auch mit vergleichsweise geringen Strafen davon. Das hier ist nur eine Auswahl von Femiziden in den vergangenen Wochen. 2 Tage nach Bluttat in Dresden. Wieder Frau in ihrer Wohnung getötet. Frau mit 41 Messerstichen getötet. Ehemann unter Mordverdacht. Das ist Wahnsinn, oder? In Medien wird liebend gerne über Mord und Totschlag an Frauen berichtet. Nur das Wort Femizid kommt in all den Schlagzeilen und Berichten selten vor. Obwohl es alle diese Taten verbindet. Diese Berichte bringen uns also nicht dazu, dahinter Strukturen zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, sondern sie bringen uns nur gute Unterhaltung. True Crime boomt. Wer bei Spotify True Crime eingibt, der findet über 1000 Podcasts. Also ganze Podcasts, nicht einzelne Folgen. Das heißt, es gibt da mehr als doppelt so viele True Crime Podcasts wie Rolling Stones Songs. Auch in der ARD boomen True-Crime-Geschichten. Da gibt's dann zum Beispiel zu hören Christine und ihre Mörder, der Mörder und meine Cousine, Frauenmörder Jack, Gier frisst Schönheiten. Okay, warum genau ist das jetzt wichtig, dass er Schönheiten getötet hat und keine Durchschnittlichkeiten? Natürlich, damit die Leute draufklicken. Verstehe. Und was macht man, wenn es schon 1000 Podcasts gibt? Man macht selber einen. Mit echten Fällen. Hören wir doch mal rein. Dicks Verbrechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dicks Verbrechen. Diesmal das französische Liebesdrama. Ulala, hallo ihr Lieben. Hallo auch von mir. Erzähl mal, worum geht's in unserem heutigen Fall? Ja, heute wird es richtig deep. Ein richtiges Drama aus Liebe und Gewalt. Das klingt spannend. Was ist genau passiert? Ja, wir haben da zum einen Bertrand Cantat, Sänger einer französischen Rockband, und Marie Trintignant, eine wunderschöne Frau. Also sie war auch sehr erfolgreiche Schauspielerin, aber wunderschön. Sie war eine erfolgreiche Schauspielerin? Ist sie tot? Ja, ja, zum Glück, weil sonst hätten wir ja gar keinen Fall. Ah ja, stimmt. Ja. Also, es war wirklich wahnsinnig viel Leidenschaft im Spiel. Und wie man lesen konnte, hat er sie also im Eifersuchtswahn zu Tode geprügelt. Ja, das klingt extrem brutal und tragisch. Ja, ja. Es ist so ein richtiges Amour-Fou hatten die beiden, einen richtigen Rosenkrieg. Ne? Aber er war auch ein Enfant terrible, ne? Eben ein Künstler. Und man muss halt auch sagen, leider, also sie hatte früher auch echt einen krassen Lebenswandel. Ne? Ich meine, 4 Kinder von verschiedenen Männern. Und das spielt eine Rolle, weil... Also das Gericht hat den Mann jedenfalls nur wegen Totschlags verurteilt. 3 Jahre später war er wieder frei. Also Happy End. Für ihn natürlich. Ist einfach so ein leidenschaftlicher Typ. Leidenschaft, Liebestragödie, Drama. Gut, aus Leidenschaft kann man vielleicht Puzzles sammeln oder Tango tanzen, aber doch niemanden umbringen. Das klingt alles irgendwie nach unabwendbarem Schicksal. Fast schon romantisch, oder? So wie in diesem einen Song von Kylie Minogue und dem Typen, der aussieht wie eine Mischung aus John Travolta in Pulp Fiction und dem Adler von den Muppets. Nick Cave. Okay, ich krieg heute Nacht bestimmt Albträume, aber hören wir doch mal kurz rein. Linda kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. So ein schöner Mord, oder? Und so ein reizendes Opfer. In der Realität
sieht das anders aus. Da sind die Opfer oft bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Gerichte sprechen bei ihren Urteilen immer wieder vom absoluten Vernichtungswillen eines Täters. Immer wieder wird über Femizide unangemessen berichtet. Hier zum Beispiel ein Ausschnitt aus Brisant. In dieser beschaulichen Siedlung im westfälischen Isseburg ist es heute Morgen offenbar zu einem schrecklichen Familiendrama gekommen. Ein Familienvater soll seine Ehefrau und Tochter getötet und sich danach selbst das Leben genommen haben. Also ich kriege ja schon beim Wort Familiendrama so leichte Zuckungen, ne? Aber Familienvater, ist das eine gute Beschreibung? Was ist das denn für eine Info? Ja, Hitler war auch Maler. Trotzdem sagt niemand, der Maler Adolf Hitler hat damals Polen überrannt. Wie unsere Gesellschaft über Morde an Frauen denkt, das ist so voller Mythen und Klischees. Zum Beispiel, dass es nur junge, attraktive Frauen trifft. Ja, she's a 10, but she's dead. Oder dass Femizide in Akademikerhaushalten seltener vorkommen. So nach dem Motto, studieren geht über massakrieren. Das stimmt nicht. Opfer können Frauen in allen gesellschaftlichen Schichten und Kulturkreisen werden. Und fast immer spielt bei Femiziden eine Rolle, dass die Frau sich von dem Mann getrennt hat oder es vorhatte. Also, dass die Frau sich erdreistet, den Mann zurückzuweisen. Dass der dann sauer wird, Leute, das kann man doch verstehen. Es geht immer um Besitzdenken, Macht und Kontrolle. Wenn ich dich nicht haben kann, dann kann dich auch kein anderer haben. Das ist ein Satz, den Frauen so oder so ähnlich immer wieder hören. Aber was soll das denn? Ich sag ja auch nicht zum Vermieter der Altbauwohnung in der Kölner Südstadt, hör mal, wenn ich die Wohnung nicht bekomme, dann fackel ich die Bude ab, dann kann auch niemand anders mehr drin wohnen. Und wenn ich das dann wirklich machen würde, dann würde doch nachher keiner sagen, ja, sie hat's aus Leidenschaft getan. Anders als in Spanien zum Beispiel ist der Begriff Femizid in Deutschland von der Politik offiziell noch nicht anerkannt. Und da wundert es einen natürlich auch nicht, dass Behörden bei Femiziden oft versagen. Mehr davon in unserem Podcast. Dicks Verbrechen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dicks Verbrechen. Diesmal aus heiterem Himmel. Aus heiterem Himmel. Das sind immer die aufregendsten Verbrechen. Mhm. Ja, bei diesem Fall geht es um Anna, die von ihrem Freund ermordet wurde. Ui, und da hat man vorher nichts ahnen können? Nee, gar nichts. Nichts. Also, ein paar Wochen vorher hat ihr Freund ihre Wohnung abgefackelt, aber nee, konnte man nicht wissen. Okay, da hätte ja jetzt die Polizei irgendwie schon noch mal irgendwie näher hingucken können. Ja, oder? Hätte, ne? Ist ja immer so. Aber du, der Mann war wirklich, seit seiner Haftstrafe, war der total unauffällig. Eine Haftstrafe? Wofür? Totschlag. Der Mann hatte eine frühere Partnerin auch schon umgebracht und saß dafür 11 Jahre im Gefängnis. Mhm. Also waren alle vorgewarnt? Naja, alle bis auf Anna halt. Ja, also wer weiß, vielleicht hätte ja der zweite Mord irgendwie verhindert werden können, oder? Ja, also es war nicht der zweite. Im Prozess kam dann raus, dass er vermutlich insgesamt mindestens 4 Frauen getötet hat. Alle aus heiterem Himmel. Natürlich nicht. Die wenigsten Morde passieren aus heiterem Himmel. Okay, Serientäter sind extrem selten, aber dieser Fall zeigt doch, es kann extrem krasse Folgen haben, wenn Behörden versagen. Viele Opfer haben vorher schon Drohungen und Gewalt erlebt. Das ist ein bisschen wie bei der Darmspiegelung. Prävention kann Leben retten. Auch wir als Gesellschaft müssen besser aufpassen. Hingucken statt weg. Es gibt zum Beispiel ein stummes Handzeichen, mit dem Betroffene um Hilfe rufen können. Das sollten wir alle kennen und erkennen. Und jetzt schon mal für alle, die sich über das alles lustig machen, habe ich noch ein anderes Handzeichen. Moment. Ich will nicht. Ich will auch nicht sagen, dass alles schlecht ist. Ja? Es gibt immerhin so tolle Sachen wie zum Beispiel die Istanbul-Konvention. Das ist ein europaweites Abkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Auch Deutschland hat da unterzeichnet. Das ist erstmal sehr, sehr gut. Andererseits, unterschreiben ist natürlich einfach. Was habe ich nicht schon alles unterschrieben? Geschenkgutscheine für meine Eltern, dass ich mein ganzes Leben lang den Müll rausbringe. Habe ich aber nur 2-mal gemacht. Hat aber eh niemand nachgeprüft. Scheißegal.
Dummerweise hat aber der Europarat gerade erst geprüft, ob sich alle auch an die Istanbul-Konvention halten. Und siehe da, Deutschland attestiert der Bericht gravierende Defizite. In Frauenhäusern bekommen viele Frauen zum Beispiel keine Hilfe, weil Kapazitäten fehlen. Das ist wie wenn ich mit einem Appenbein bei der Notaufnahme klingel, die machen auf und sagen, oh, abes Bein, naja, sorry, wir sind schon voll, hüpfen Sie mal wieder nach Hause. Ah, okay, Moment, das ist in Kliniken gerade wirklich Realität, oder? Okay, und viel Kritik gibt es in diesem Bericht vor allem für die Justiz, weil sich Richterinnen und Richter nach ihrem zweiten Staatsexamen nie wieder fortbilden müssen. Also, wenn es drauf ankommt, dann sind die auf dem Stand von vor 30 oder 40 Jahren, als Vergewaltigung in der Ehe noch legal war. Okay, Sie denken jetzt, ja, das wird bestimmt schon besser mit der Zeit und die JuristInnen, die heute unterrichten, die haben ja ein ganz modernes Männer- und Frauenbild. Naja, diese Fotos hier verwendet ein Juradozent tatsächlich im Fach Zivilrecht. Und so wird in diesem Beispielsfall eine Frau dargestellt. Ja, warum ich das alles erzähle? Weil es super wichtig ist und krasse Folgen hat. Sexismus im Alltag ist der Anfang von sexistischer Gewalt. Und weil es entscheidend ist, welches Frauenbild RichterInnen haben, die Urteile in Femizidfällen sprechen. Mehr dazu im letzten Teil unseres Podcasts Dicks Verbrechen. Dicks Verbrechen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dicks Verbrechen. Diesmal das schuldige Opfer. Paradox. Erzähl mir mehr. In dieser Folge geht es um einen Fall, der in Bayern passiert ist. Eine junge Mutter mit einer kleinen Tochter wird von ihrem Freund erwürgt. Das klingt nach einem furchtbaren Mord. Nee, Totschlag. Warum Totschlag? War das eine Handlung aus dem Affekt? Oder? Naja, also die Frau hatte dem Mann kurz vorher gesagt, dass sie ihn verlässt. Und das war natürlich die Rettung für den Täter. Mhm. Genau. Hat der Bundesgerichtshof in seinem Urteil gesagt. Ich lese mal vor. Gerade der Umstand, dass die Trennung vom Tatopfer ausgegangen ist, darf als gegen die Niedrigkeit des Beweggrundes sprechender Umstand beurteilt werden. Darum war es kein Mord, sondern nur Totschlag. Mhm. Ist das nicht pervers? Nein, das ist deutsche Rechtsprechung. Ja, ich übersetze das mal kurz aus dem Juristendeutsch. Die Frau hat sich vorher getrennt. Da war der Typ natürlich total fertig und hat ein bisschen überreagiert. Sie ist also selber schuld, dass es nur Totschlag war und kein Mord. Das ist Täter-Opfer-Umkehr. Das ist genauso, wie wenn man sagt, ja, hättest du keinen Minirock angehabt, hätte er dich nicht begrapscht. Die Frau hat also auch hier immer ein bisschen Mitschuld. Aber es sagt ja auch auf der anderen Seite niemand, ja klar wird dein iPhone geklaut, wenn du das so provokant ohne Hülle benutzt. Obwohl die Phasen vor einem Femizid oft nach demselben Muster ablaufen, obwohl oft nachgewiesen ist, dass Männer mit der Tat drohen, die Tat planen, ihr Opfer vorher stalken, Gerichte bewerten sie oft trotzdem wie spontane Affekthandlungen. Das Innenministerium sagt, Extremismus und Terrorismus sind die größte Bedrohung für unsere Sicherheit. Aber Femizide gehören auch dazu. Die Opferzahlen sind hier sogar noch wesentlich höher. Und es sind nicht nur Frauen, sondern auch ihre Kinder und andere Angehörige, die bei diesen Taten mitgetötet, verletzt oder traumatisiert werden. Was können wir dagegen tun? Ein Anfang ist, Aufmerksamkeit zu schaffen und diese Taten klar als das zu benennen, was sie sind. Femizide. Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Frau umzubringen. Jeden dritten Tag gelingt es ihm. Im Schnitt sind das 122 Frauen im Jahr.